Shut up, John. Hallo meine Kartoffelfreunde und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Hearthstone. Ich glaube, das ist mittlerweile die vierte. Die dritte allein und die vierte insgesamt. Ja, wir sind bei 245 Gold und ich habe mir mal überlegt, dass wir, oder ich, auch ein paar Runden spielen werde, ohne aufzunehmen, damit wir nicht ungefähr 200 Folgen haben, bis wir den ersten Dungeon machen können. Deswegen werde ich wahrscheinlich ab und zu mal eine Runde so spielen, ohne aufzunehmen, damit das für euch schneller geht und für mich auch. Und dann nicht, dass ihr euch nachher wundert, warum er schon so viel Gold hat auf einmal. Oh, gleich zweimal die Klerikerin von Nordheim. Obwohl, zweimal brauchen wir die eigentlich gar nicht. Ach komm, ich lasse sie einfach mal drin, die kostet ja nichts. Und die Dunkelschuppenheilerin. Naja. Immerhin etwas für den Anfang. Dödödüm, euer Zug. Ist jemand verletzt? Ich hoffe, sie hat nichts auf der Hand. Dolchhöcher? Nee, der kostet nicht ein Gold. Mana. Wir entzünden mal das Feuer. Als nächstes machen wir unseren... Gucken wir mal. Wir klopfen mal unseren Pelzteppich aus und gucken, was dabei rauskommt. Oh, wir haben einen neuen Pelzteppich. Ich finde diese Mini-Dinger so... Oh, warte, den können wir auch... Ja, den können wir auch aushauen. Oh, hat sich nicht so gesund angehört. Oh, jetzt haut sie aber raus. Jetzt haut sie richtig raus. Oh mein Gott. Oh scheiße, der Verwüster. Ich kann den gar nicht ab... Fügt zu Beginn eures Zuges einem zufälligen Feind 2 Schaden zu. Gucken wir mal, was uns... Na, auch nichts. Mal gucken, ob wir so eine Karte... Ah, wir kriegen einfach... Okay. Boom. Ja, war klar. Ja, ich versuche, oder ich werde mir, glaube ich, versuchen anzugewöhnen, mal meine Züge zu begründen, warum ich sowas tue, weil, damit ihr und ich und alle das besser nachvollziehen können. Ach ja, der fehlt noch. Okay. Ich warte eigentlich nur auf eine Karte. Obwohl, wenn ich jetzt... Doch, wenn ich die ausspiele... So. Boom. Jetzt kann er keinen von meinen angreifen, ohne selbst zu sterben. Das ist ganz... Oh doch, meine Klebe. Aber die wird dann danach höchstens sterben. Ich habe mich jetzt für sie entschieden, weil ich es einfach für den sinnvollsten halte, zwei auf dem Feld zu haben, die eine von den beiden töten können. Na, okay, jetzt weiß ich schon, was er fordert. Jetzt wird er irgendeinen von den beiden kaputt machen und dann wird er gestärkt. Sie überlegt ziemlich lange. Oder er, Bulgarian. Weiß nicht, er, sie. Gib doch mal ein bisschen Gas. Yeah, Disconnect, gewonnen! Woo! Ne, ernsthaft jetzt. Komm, gib Gas, Mädel. Ja, jetzt greift sie ihn. Ja, ich wusste das. Jetzt wird er stärker. Jetzt müsste sie ja nicht mit ihm noch irgendwen angreifen. Am besten den Drachen, würde ich sagen. Gut, dann nicht. Du kannst nichts mehr machen, Bruder. Jetzt muss ich mich entscheiden. Also ich könnte theoretisch, also ihn muss ich auf jeden Fall rauskriegen, sonst habe ich ein Problem. Ich würde eigentlich mit der Klerikerin ihn buffen.
Doch, so, so. Zack. Jetzt kann ich ihn damit töten. Sonst wird er nachher zu stark. Jetzt würde ich ihn damit töten. Und, sie ausspielen, ja. Heilen würde nichts bringen, weil sie sowieso sterben könnte. Deswegen, habe ich mich jetzt dazu entschieden, sie zu spielen. Dann könnte ich in der nächsten Runde vielleicht noch einen von den beiden irgendwie heilen oder so. Kann man ja später nochmal gucken. Je nachdem, wie es sich jetzt entwickeln wird, was sie spielen würden, alles. Immer dieses, Oh Mann, ich hasse es, wenn die Gegner wirklich so Jahre brauchen, um sich für so eine Kleinigkeit zu entscheiden. Okay. Ja, das war jetzt nicht so cool. Gut, du wirst jetzt sowieso getötet. So. Ich würde jetzt... Ja, ich nehme jetzt den Yeti, weil er einfach am stärksten ist und keinen Effekt hat. Einfach, er wäre am gefährlichsten. Der Rest würde für mich jetzt gerade keinen Sinn ergeben. Ich hier heile mich, greife sie an. So viel lässt mich auch nicht machen. Ich habe Abort Control gerade. Ich müsste nur theoretisch ihre Waffe kaputt machen, aber ich glaube, ich habe den Schleim nicht am Deck. Das weiß ich gerade gar nicht. Ja, ich kenne mein eigenes Deck nicht mehr. Oh Gott. Oh Gott. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Oh Gott. Jetzt greif. Jetzt muss ich überlegen. Eine von den beiden muss ich aber wegkriegen. Weil die 5 angefangen. Ich kann sie nicht mit der Karte, weil sie hat nur 2 Angriff. Er ist mir zu schade. Weil ich keinen Zauber auf der Hand habe. Obwohl doch, dann machen wir das so. So. Dann erstellen wir sie mal. So, jetzt haben wir Schaden gemacht. Eine Karte konnten wir ziehen, haben einen zerstört und... ja. War sehr gut. Nee. Ich habe mich jetzt für ihn entschieden, weil... Ich... Mit ihr hätte ich keinen töten können in der nächsten Runde. Greift mich direkt an. Damit hätte ich auch keinen zerstören können. Er hätte auch keinen, nicht wirklich Sinn ergeben. Beziehungsweise da hätte ich eine Karte weniger. So. Kopiere ich den Bruder oder? Also ich müsste, sie hat dann noch ein Leben. So. Sie hat jetzt noch ein Leben. Nein. Nee. Müssen wir abwarten. Da können wir nicht viel machen. Ich versuche eigentlich gerade die ganze Zeit nur irgendeine Karte zu ziehen, die mir was bringt. Oder viel bringt und nicht so wenig. Ich meine, ich habe noch Holy Nova und alles. Wow, oder vielleicht Schattenwort, Tod. So, sie werde ich gleich töten. Ja, greift direkt an, er kann. So, bitte, bitte, bitte. Lass mich jetzt Schatten. Na, Mann. Also, ich werde mit ihm jetzt auf jeden Fall ihn kopieren. Ihn töten und sie töten. Das war alles, was ich machen konnte. Ja, ich habe den Falschen gebufft. Ich hätte zuerst ihn kopieren sollen und dann buffen müssen. Dann hätte er 11 Leben gehabt, dann hätte er überlebt. Ja, damit habe ich ihn kopiert. Ja, stimmt, ihn habe ich dadurch gezogen. Genau so war das. Ja, damit habe ich... Brauche ich. Ich muss halt alle weg haben. Der
Das habe ich ja vorher schon angekündigt gehabt. Ruft einen Banditen der Defias dabei. Haut ab. Es war klar, dass er es macht. Wenn ich jetzt Holy Nova ziehen könnte, ne? Bam. Jetzt noch ihn, mich heilen und fertig. Sie hat keine Karten mehr auf der Hand. Das ist ultra gut. Das ist ein ultra guter Vorteil für uns. Weil dadurch, dass sie keine Karten mehr auf der Hand hat, können wir halt einfach alles machen, was sie will. Sie kann halt nur eine Sache machen jeweils. Okay. Wenn ich jetzt Mind Blast oder Mind Control ziehe, dann ergibt mein Leben. Vernichtet alle anderen Diener und werft eure Hand ab. Ja, tut mir leid, da kannst du nichts gegen machen. Na, außer sie kriegt jetzt nochmal oder hat nochmal Attentat auf der Hand, ja. Da habe ich so Glück gehabt gerade, oh mein Gott. Greifst du ihn an? Ach so. Ja, sie hat aufgegeben. Ja, da haben wir nochmal Glück gehabt, ne? 3 Siege. 2 oder weniger Kosten. Wir haben 3 Spiele in den Tassen. Gut. So, dass es nicht lohnt, sich noch ein Spiel anzufangen, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, schlechte Unterhaltung und Kartoffeln. Bis dann.